Was geht ab, ihr ganz schön? Willkommen zurück zu einer Folge Trials Fusion. Heute mit Dados, Dalu, Christian und Peter. Und natürlich. Hi! Ja, 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 ja. Hallo. Ja, 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 ja. Couscous. Dem Couscous? Demon. Couscous? Ich war gestern israelisch essen, das war richtig lecker. Oh shit! No! Ganz woanders. Oh ne! Oh geil, jetzt habe ich den ersten Sprung nicht mehr geschafft. Eieiei. Oh, Double Shit! Oh Gott, Alter. Oh, nicht zu weit! Ich bin zu weit gesprungen. Dann stöße die Rübe an. Ah, ich hab den ersten Checkpoint und bin Erster, oder was? Hä? Was ist los, ihr Versager? Habt ihr nicht mehr geübt, oder was? Ich hab einen Doppel-Rubi gemacht. Wie war das denn, ey? Krass. Okay, jetzt spielen wir mal richtig. Ja, weiter komme ich eh nicht, also. Wo ist dieser Dadosch? Solltest du schaffen. Und nochmal zurücksetzen. Huiuiui, da fing der super an. Oh nein, hier muss man rückwärts. Okay, da kommt dreimal derselbe Trick. Ich komme nicht an den zweiten Checkpoint. Nein! Ich hab Gas gegeben! Scheiße! Ich auch! Ich auch! Alter! Ich dachte die ganze Zeit, okay, wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Ich muss springen gleich. Bleiben. Ja, ich war auch schon so, okay, du musst jetzt abspringen. Nein, ah, jetzt hab ich's geschafft! Woo! Endlich! Richtig, richtig tricky das Ziel. Ja, schade. Schaffst du noch? Ja, schaffst du auch noch. Echt? Immer noch? Ja, so nicht. Ja. Oh. Ah, jetzt hast du es. Nein! Zu wenig Schwung? Oh nein! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Schaffst du noch? Nicht, wenn er jetzt verkackt, weil so viel Druck da ist! Oh. Ja! Ja. Mit Style! Kann man ein Like für da lassen! Abgesprungen, nice one. Ich bin zweistellig, das reicht für heute. Ja, alles so einfach so Controller fallen lassen, dankeschön. Ja, geht. Das war's, Leute. Haben wir eine Quad-Runde dabei? Das kann ich dir nicht sagen. Verdammt. Selbst das wenn, nimm ihn nicht. Hä, doch, damit gewinne ich ja immer. Nee, das klappt dann meistens nicht. Ja. Hi, aua! Erstmal direkt ein Facepalm hingelegt. Wofür ist diese Rampe am Anfang da? Diese Fake News. What? Hä? Ah ja, komm, deine Mutter. Ist das schon wieder eine Fake-Rampe? Quasi. Hey, nicht rückwärts runterfahren! Vorwärts da hochfahren! Oh, 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 oh. Oh, Mann. Oh, er. Oh, oh, oh. Nee, da muss man springen. Ach, das ist doch eine Hurensache. Das ist eine Hurensache, ja. Ja, ist auch eine Hurensache. Das fängt schon wieder super an. Oh, lol. Oh, ich mach immer einen Facepalm hier direkt, Alter. Nice. Oh, nee. Oh, geil gerettet. War schön. Geil auf die Schnauze gelegt vorm Checkpoint. Woo! Ist ja, das ist nicht richtig, so darfst du das nicht machen. Ich hab den Sprung nicht geschafft. Das weiß ich, Peter, aber. Dein Motorrad sieht halt anders. Ich bin zu grob motorisch für dieses Spiel. So, nehme ich. Nehme die 20 an. Nein, der muss doch nicht keine 20 Bombs haben. Wenn Peter noch ins Ziel kommt, dann nicht. Oh shit. Ach, kann ich das noch retten, Bram? Oh! Weiß ich nicht. Oh, nein. Nee, nope. Ich nicht. Aber du kannst das auch schaffen. Warte mal. Wie mache ich das hier am besten? Ach, gerade habe ich das noch so. Ach, da ist Peter. Au. Komm schon. Aber bei noch 25 Sekunden. Kann man nicht mal eine Minute einstellen oder so? Ist klar. Warte ich eine Minute? Müsste. Ich meine auch, dass das eine Minute war. Vielleicht zwei Minuten. Oh, Peter, jetzt so knapp. Aber. Ich bin stolz!
Aber gut. Auch mit Anzahl der Fehlerpunkten perfekt, Peter. Stardust, ich sag doch, ich cover dich. Ja, nice. Ich fühle mich nicht ganz so allein. Aber jetzt müssen wir vor der Wüste abhauen. Ich mag keinen Sand, vor allen Dingen ganz schnell Final Fantasy durchspielen, habe ich heute festgestellt. Weil Final Fantasy 7 ist glorreicherweise verschoben worden. Und warum müssen wir das 6 Tage vor Cyberpunk. Da müsst ihr euch halt beeilen mit Cyberpunk. Oh ne, falsch rumgesprungen. Ist ja nur der erste Teil, also habe ich auch nicht verstanden. Das ist ja nur der erste Teil. Von Final Fantasy? Fahr. Ja, da wird jede Disc einzeln verkauft. Habe ich auch so das Gefühl. Also wenn ich mich recht erinnere, war damals der Teil gar nicht so lang, die erste Disc. In Midgard oder wie das ist. So ein Witz. Echt, Alter, das ist so weit gekommen. Alter, das ist eine gute Strecke gewesen, hä? Ja, aber war das nicht Midgard? Meinst du, man kann abspringen? Ja, keine Ahnung. Dadosch, häng dich rein. Deswegen wundert mich... Wieso häng ich da? Ah, das ist doch schön. Dass das in der nordischen Mythologie angesiedelt ist. Ja, cool, das war ordentlich geschafft. No! Oh mein Gott. Oh. Ey. Okay, du kannst nicht abspringen von der Explosion. What the fuck? Wieso schaffst du den Sprung nicht? Peter schafft. Ich schaff den auch nicht, Mann. Woo! Aber ich schaff auch den Sprung schon nicht nach der Explosion, wenn ich vernünftig da drauf komme. Oh, Gott sei Dank, ey. No, Dennis hat's auch geschafft. Ich hab keinen Bock zu schneiden. Also eine kurze und schmerzlose. Bram, sag doch mal, wie die Stadt hieß bei Final Fantasy. Midgard. Ah, okay. Ja, dann sag doch einfach, jo, Peter, du hast recht. Ich hab's nicht geschnallt. Oh. Alter, dieses Spiel, ey. Eine Sekunde. So Mist. Ich vor Bram, ne, sehe ich nicht. Ah, haben wir noch 3 Maps. Ja. Jetzt heute wäre der gute Peter am Trial spielen. 50-50 bei mir, meinst du? Peter wird noch gewinnen. Aber was ist denn hier los? Aber hier kannst du nach links fahren, glaube ich. Ich erinnere mich an das Video von gestern, wo ich gesehen habe, wie ein Typ einfach seine Jeans gefroren hat, weil es so kalt draußen ist, und dann hat er die rumgeschmissen. Klassiker. Oh, fuck me. Oh, das war... Was ist das hier wieder für eine Käsestrecke? Es ist eine Eisstrecke. Aber man kann auch gefroren sein. Oh, okay. Geil. Schön gefrorene Käse. Dass du da auch gut gefroren essen kannst. Sushi-Fisch. War schon länger. Oh, ja, genau ins Loch, oder was? Ja, das ist doch super, Peter. Ja, das wollte ich aber diesmal nicht treffen. Die war irgendwie komisch zusammengebaut an vielen Stellen. Ja. Wieso komme ich hier nicht glatt rüber? What the fuck is happening? Scheiße. Eine Gummipuppe. What is happening? Dadurch spielst du eigentlich immer noch TFT. TFT nicht, aber immer noch Auto-Chess. Was, welches Auto-Chess? Dota 2. Du musst auch TFT spielen. Ja, aber ich bin so kacke da drin. Ja, dann wäre ein bisschen Dota 2 besser quasi. Ja. Du musst dann gut werden, dann kannst du auch geile Tutorials machen. Tutorials soll ich dafür machen? Ja. Ja, jetzt kommt ja eine lustige Pfannenstrecke. Sei mal hier nicht so negativ, Dalu, ja? Freu dich mal auf. Ja, den Spaß noch nicht gefunden, Dalu. Und dann ich muss... Ja! Gesundheit! Das wird ein Fest hier, ne? Ja, ist ja okay, jetzt reicht, ne? Wie macht man denn den jetzt? Hab ich auch nicht. Okay, so macht man den. Stimmt. Niesen. War schon beim Checkpoint, hab mich wieder runter. Okay, es wird halt noch schlimmer. Ja, was dachtest du denn? Der Anfang ist ja nur zum Warmwerden. Nee, oft ist der Anfang einfach nur scheiße und danach ist gut. Ja, die Maps habe ich ja noch nicht gespielt, dann. Ich weiß nicht, mal genau auf die Kante kommen, damit man nochmal. Ja. Oh! No, nice. Motorrad! Was soll das denn? Wie hab ich das denn gerade geschafft? Kriminell! So.
Nein. Er hat da voll hochgesprungen und. Was denn, du meintest, das hast was mit der Kante da unten zu tun? Also, wenn ich mit dem Hinterrad so leicht auf diese Kante gekommen bin, konnte ich von da irgendwie nochmal leichter so Bounce springen, weißt du? Das ist schon fast von selber gehüpft. Aber das ist wahrscheinlich nicht the way it is. Das ist, ja, aber. Aber da, das hat. Doch. Also, ich bin auch. Also, du hast einen größeren Bounce auf der Kante da unten. Weil, wenn du zu weit springst, klatscht du direkt an die blaue Wand. Ja, genau. Und da ist dann Feierabend. Ja. Feierabend, alles klar. Peter, war schön, Leute. Nein, du musst erst an die blaue Wand gestellt werden. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß, dass du es nicht willst. Da! Ja! Ah, so. Komm schon. Ich hab's auch. Ich hab's auch. Oh, lol. Oh Gott. Nochmal denselben Fehler. Selben Fehler nochmal? Okay. Selben Fehler nochmal. Scheiße, wie hast du das gemacht? Manche Sachen sind hier echt unlucky gewesen. Aber so mit Glück möglich, meine ich. Das hier ist jetzt. Das ist nicht mehr meins. Ja! Endlich. Wieso schaffe ich das nicht, auf diesen grünen Pimmel darauf zu springen, Mann? Bring auf den Pimmel! Und dabei glaube ich, dass diese Stelle, wo ich jetzt gerade bin, nicht mal die schwere ist. Ich krieg schwer Krämpfe in den Fingern, ne? Macht mir Bock! Kann man denn auf dem roten stehen bleiben? Nee, oder? Das weiß ich ja, aber ich krieg die Geschwindigkeit auch nicht da, raus. Ah, ich bin im grünen und tschüss! Aua! Wie krieg ich das Motorrad? Ich würde nicht auf dem roten stehen bleiben. Ich würde einfach den Hinterreifen hochziehen. Oh, das ging echt gut, Dalo. Nee, da krieg ich den. Ich komm nicht nach rechts an der Stelle. Also ich wüsste auch nicht, Vorderreifen, dann roll ich trotzdem rückwärts. Also ich habe mich da mit dem Hinterreifen eingehakt, für dich zur Info. Wenn du ganz schnell links rechts drückst, dann hebst du echt, obwohl die Ecke da rund ist? Ja. Also ich habe jetzt gerade einfach nur Gas gegeben und vorne gegengelenkt. Das ging eigentlich auch. Ja, das ging auch. Aber ich kann an dem grünen Ding nicht kleben bleiben. Nee, ja. Aber ich berühre es immerhin. Ich glaube, das ist aber Grundvoraussetzung. Also um den Sprung zu schaffen. Ich glaube nicht, dass du den in einmal kannst, aber vielleicht schon. Oh, ich hab's. Ah, nein, ich bin genau dasselbe gemacht. Hey, Dalo, bist du auch da, ja? So, jawoll. Ich muss nur an der Rode hängen. So. Danke, Leistung. Reu dich abgesprungen, aber ist okay. Man hier einen Bunny hoppen, also auf dem Hinterrad. Ja, du musst halt den Speed und den Schwung mitnehmen vom ersten. Ja, ne? Aber ich knall ja hier mal auf dem Brett. Ja, siehst du? Nee, ich hing an der roten Kante. Waren ein paar blöde Boxen bei. Die bei Peter sieht auf dem Anhieb so schwer aus, aber das ging eigentlich. Das ging echt. Hui! Ey, ich schaff die 100 noch! Warte! Einfach jetzt Spam! Also, die 100 warte! Schaffst du zweifle ich jetzt nicht. Nice! Ich hab's wieder erreicht! Oh, das geht noch weiter. Weiß ich aber nicht. Das ist wieder 103. Schade. Shit, neuer Rekord! Zeit wird knapp. Das wird jetzt hart, Bram noch zu kriegen auf der letzten Map. Wenn ist du auch Bram kriegst, kannst Run, du auch wa? Mich kriegen. Oder nicht? Ich hab gleich geguckt, wie viele Punkte haben wir auseinander. Ich glaube, wir haben über 20 Punkte auseinander. Ja. Der Roadrunner. Miep, miep. Ich fahr einfach rückwärts. Auch cool. Das war jetzt Kante. Richtig asozial. Kante! Wow. Ja toll, die Kante hat einen gut erwischt. Aua! Oh Gott! Wo
Wo ist der Flo? Ja, der ist jetzt weg. Der Flo ist versteckt. Ja, ich hab den Flo. Ich hab ihn noch nicht gefunden, Dalu. Nein! Das Spiel versaut mir alles. Ach komm. Nein! Da kannst du nicht drauf stehen bleiben. Da musst du drauf stehen bleiben. Das kann nicht sein. Nö, wenn ich das... Ich hatte keinen Fehler bis hier. Ach, das kann jetzt echt nicht wahr sein, was ich hier gemacht habe. Wait, ich check das nicht. Ist nicht schlimm, Peter, lass jetzt trotzdem gewonnen. Was soll die Kacke denn? Sieg für Deutschland. Komm schon, Peter. Was soll... Komm schon, Peter. Ja, du hast eh gewonnen. Dados, ihr Peter. Wie geht die Kacke denn? Wieso ist das so schön? Als ob du den berührst, Peter. Jawohl, 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 jawohl. Easy. Danke dir, Dados. Ich bedanke mich. Easy. Danke, Peter. Du bist letzter. Ich werde das auch nicht schaffen. So, du musst bremsen da drauf. Ja, aber dann bin ich zu langsam. Nein, du musst Gas geben. Du musst Gas geben. Genau, ein bisschen Gas geben. Guck mal, mich als Lehrer, dann klappt das alles. Wenn du bremst, fährt das Ding ja unter dir weg. Ja, du musst erst Gas geben und dann bremsen. Easy. So. Eigene Leistung, erster geworden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke aber auch an meine guten Freunde Peter und Dados an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.